Ja, jetzt geht es ja darum, das ganze Notebook mal zu zeigen. Von vornherein gesagt, also ich versuche hier einen manuellen Fokus zu machen, weil dieses Hin- und Herschwimmen des Fokuses mag ich irgendwie nicht so ganz. Also entschuldigt, wenn ich ein bisschen brauche. Sonst, wenn es nichts wird, dann stelle ich wieder zurück und dann schwimmt er ein bisschen. Also, ja, jetzt hier das Zenbook. Ich drehe es vielleicht mal ein bisschen schicker. Das Zenbook. Ich habe es jetzt schon, heute ist Freitag, ich habe es seit Mittwochabend. Und was habe ich festgestellt, vielleicht auch schon. Aber erstmal gehe ich oder versuche ich auf die Anschlüsse einzugehen und dann nehme ich hier mal diese Unterlage auf, weil wir wollen das ja hier nicht so. Und jetzt schaue ich mal. Genau, das sieht gut aus, ne? Würde ich sagen. Was haben wir hier? Wir haben hier den Stromeingang, beziehungsweise Stromanschluss, Stromeingang, naja. Ein USB 3, einen weiteren USB 3, Full Size HDMI, finde ich super. Alles Full Size. Mini VGA, die größte Sünde in diesem Notebook. Aber da vielleicht später mehr zu. Kopfhörer, wie auch Mikrofon, also Headset-Eingang. Eine gute kleine LED, also die nicht scheint, sondern nur leuchtet, und den Zustand des Geräts wiedergibt. Jetzt ist es zum Beispiel gerade im Standby. Hinten ist nichts. Vielleicht sieht man das. Ja, ich schau mal gerade. Vielleicht sieht man das etwas hier, die Lüfterschlitze, aber das. So, und hier hat man einen weiteren USB 3. Also man hat hier einen mehr als bei dem ZenBook Prime. Und einen Full-Size SD-Kartenleser. Das wird ja irgendwie immer mehr, kommt das ja in Mode, dass man Micro-SD-Kartenleser nennt, was der größte Blödsinn ist. Ich meine, hallo, wir haben Fotokameras und keine Handys nur. Vorne auch nichts. Nur eben diese Lasche. Schauen wir gerade, dass ich das hier. Na, ich mache, glaube ich, doch wieder den Autofokus. Es ist hier nichts. Hierüber. So, man sieht hier eine kleine Lasche, woran man seinen Finger. Die ist aus Kunststoff, relativ weichem Kunststoff. Ist aber super. Also stört nicht, wenn man es in diese Tasche da tut. Ist wirklich schön. Genau, und was dann immer. Oh, ein bisschen weiter weg. Sind diese zentrischen Ringe, wird es ja häufig genannt. Sieht man ja sehr schön. Also, das Gesamte soll hier aus Kunststoff bestehen. Ja, und mit Alu eingefasst, beziehungsweise eine Aluminiumbeschichtung. Das fühlt sich an wie Aluminium. Das hier ist Aluminium, also da gehe ich sehr stark von aus, dass das Aluminium ist. Und ja, ich mache es auch gleich auf. Und das Palm Rest, beziehungsweise Wiesel nennt sich es, glaube ich, auch, ist auch aus Aluminium, aber. So, und jetzt ist es so, das ist. Also wenn das jetzt Aluminium, ich sage jetzt mal, beschichtet ist, dann ist das gebürstet. Würde ich jetzt sagen, also das ist ja eine typische Bürstung. Und danach leicht eloxiert. Wenn das nur gebürstet wäre, dann würden hier die Kratzer, also dann kannst du hier das Haar lang ziehen und der Kratzer ist drauf. Okay. Ja, von außen so, das Teil ist wenig dick, von unten sieht man sehr wenig. Was auch gut ist. Also, es ist ein, wie soll man sagen, ein schickes Notebook. Jetzt machen wir die ganze Bude hier mal auf. Jetzt müsste auch schon gleich angehen. Genau, er geht auch hier gleich an. Ich glaube, ich nehme das Stativ im. Oh, Mist, jetzt steht ja mein Stuhl. Man sieht ein bisschen Quatsch dort. So, also man sieht das hier, also das Display, das ist echt zum Niederknien, Leute. Das ist. Also.
nichts Vergleichbares gesehen an Notebooks, muss ich sagen. Also das vom X220 und das vom X230 hat auch ein SIPS-Display bzw. ein IPS-Display. Das ist das gleiche, wenn man so will, nur eine geringere Auflösung. Von den Farben her vergleichbar. Genau, ich habe hier jetzt Windows 8 drauf, wie man dann vielleicht sieht. Da auch schon eine SSD drin. Da funktionieren jetzt manche Sachen nicht, aber ich werde, also das muss ich von vornherein sagen, ich werde keine Software auf diesem Rechner irgendwie so zeigen, von wegen, boah, guck mal, Asus hat beigelegt, USB Charger oder weiß der Geier was. Also ich finde, davon gibt es genug im Internet, von solchen Reviews. Also zum Beispiel, wie heißen sie hier? Machen sehr gute Mobile Tech Review, glaube ich. Da kann man sich, da nimmt man sich mal einen Abend frei fast, um sich da die Review anzugucken. Sehr gut, sehr interessant finde ich auch. Aber da wird dann wirklich auf alles eingegangen. Ich finde, davon gibt es genug. Für mich ist das auch irgendwie nicht so, ich will kein Notebook vorstellen, wenn ich nur zeigen will, ja, ihr habt dann, das ist euer Betriebssystem, nutzt es so, wie es ist, sondern ich bin immer dafür, installiert es neu. Asus hat sehr viel draufgepackt, haben meiner Meinung nach, ich weiß gar nicht, ich glaube Sony, die Sony-Krone haben sie noch nicht bekommen. Also Sony hat, glaube ich, immer noch die Krone auf, von dem, was Bloatware angeht, auf einem Rechner. Lenovo hat dort stark runtergefahren, hat aber auch immer noch eine Menge drauf. Also da ist eine Menge drauf. Was wirklich sehr stört, ist das Antivirenprogramm was Asus drauf gemacht hat, das McAfee. Und das sind 4 GB RAM von Haus aus verbaut und diese 4 GB RAM reichen nicht für die Standardkonfiguration. Also wenn man den Rechner anmacht, reicht das nicht. Also man merkt, der Rechner braucht Arbeitsspeicher, der hält hier noch frei. Wenn der Rechner hochgefahren ist und der idelt rum, sagen wir mal nach dem ersten Hochfahren, verbraucht er 2,5 GB Arbeitsspeicher. Und das ist eine Menge. Das ist richtig, richtig viel. Also es ist zu empfehlen, Arbeitsspeicher dazu zu kaufen. Das klingt komisch, aber ich würde es immer empfehlen, Arbeitsspeicher dazu zu holen. So, jetzt geht er hier auch schon von der Helligkeit runter. Vielleicht hört man jetzt hier auch die Lüfterstörung angehen. Das ist einer der Punkte, die ich irgendwie ein bisschen bemängel. Nicht die Lüfterstörung, naja, also nicht das Lüftergeräusch als solches. Aber später dazu wahrscheinlich mehr. Genau, also Display ist. Ich versuche das hier noch irgendwie mal. Also, ja, leider scheint hier die Sonne rein. Ich werde auch noch ein Video machen, wo ich das im Vergleich mit anderen Displays zeige, auch mit meinem im Hintergrund ist ein SIPS auch. Oh, jetzt sagt meine Kamera hier, sie wird warm. Das ist ja interessant. Ist meine Kamera alles erzählt? Weiter nach hinten kann ich es nicht machen, sieht man. Also das Display ist. Ja, also fast perfekt, muss man sagen. Meiner Meinung nach könnte noch eine Tucken höhere Auflösung rein. Also ich habe auch schon nicht die 125%ige Skalierung eingeschaltet, sondern ich habe es wirklich 1 zu 1 Pixel für Pixel gemacht. Meiner Meinung nach könnte noch ein bisschen mehr. Muss aber nicht. Also ich bin jetzt echt schon zufrieden. Das läuft. So stelle ich mir das eigentlich vor. Das sollte Standard sein. So ein Display. Ich mal, ja. Die Spiegelung selber. Ja, okay, hier spiegelt jetzt mein Dachfenster drin. Sieht man ja. Tut mir leid. Ich drehe mal ein Stückchen. So. Ja, Tastaturbeleuchtung ist auch okay. Da habe ich schon Fotos von gemacht. Ich denke mal, die werde ich auch verlinken. Es gibt 3 Stufen davon. Ja, sagen wir mal 4 Stufen. Es gibt aus Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Oder man lässt das alles von diesem Helligkeitssensor regeln. Also hier ist eine Tasse. Boah, ist ja alles magisch hier. Diese Taste hier, also FN, Funktionstaste oder wie manche sie nennen, Franz Norbert, die FN-Taste und die Auto-Brightness ist, danach wird dann die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung und die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung geregelt. Funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung wird extrem präzise geregelt. Damit meine ich extrem präzise. Also in winzigen Abstufungen, das meine ich eigentlich. Ich habe ja mein X220, davor ein X40. Die werden relativ grob geregelt, das 220 schon eher feiner. Dann habe ich als Arbeitsnotebook ein HP, irgendwie, keine Ahnung, ein Riesenteil.
und also von der Arbeit bekommen. Und das die Regeln wesentlich gröber. So, ja, ich denke mal, das hier ist auch schon so eine ganz gute Ausgangsposition. Jetzt könnte man. Ich zoome ein kleines Stückchen raus. Das ist wohl, denke ich mal, okay. Wenn wir jetzt über die Tastatur rübergehen. Ich hoffe, im Video sieht man das alles. Ja, Escape hin und her, die ganzen. Ich, also jetzt auf Wut und V liegt, darauf gehe ich nicht ein. Das wäre Quatsch. Aber es gibt hier FN. Snooze, das sage ich jetzt mal. Also, WLAN ein- und ausschaltbar. Nicht nur WLAN, sondern Funk im Allgemeinen. Dazu gehört auch Bluetooth. Tastatur, Hintergrundbeleuchtung runterregeln bis zum Ausschalten. Hochregeln. Bildschirmhelligkeit runter, Bildschirmhelligkeit drauf. Bildschirm ausschalten. Super Funktion. Kenne ich gar nicht, muss ich sagen. Also ich hatte bis jetzt noch kein Notebook, wo das so möglich ist. Ja, einfach Bildschirm ausmachen. Da ist nicht nur die Hintergrundbeleuchtung aus, sondern komplett weg. Also kein Bild. Drückt man sie wieder, ist sie wieder da. Also da ist nichts gesperrt, sondern ist einfach aus. Super Teil. Ja, Multi-Desktop bzw. Multi-Monitoring, so. Ja, Hotkey-Funktion. Touchpad ausmachen, finde ich auch keine schlechte Funktion. Man kann das Touchpad übrigens auch so einstellen, dass wenn es, wenn eine Maus angeschlossen ist, dass es automatisch ausgeschaltet wird. Ton an, aus, Ton leiser, Ton lauter, Unterbrechung, Sondertasten, alles hier wieder. Ja, dann automatische Helligkeit, super. Webcam, weiß ich nicht. Keine Ahnung, sehe ich gerade das erste Mal, habe ich noch nie gebraucht. Und hier ist, sieht man glaube ich gar nicht. Das ist sozusagen, da wechselt man zwischen den Energiesparmodi, glaube ich, hin und her. Also bei mir kam dann irgendwie Office, Turbo, Multimedia-Modus und whatever. Ja, schön. Also gibt es auch eine Taste dafür. Ja, finde ich super. Jetzt können wir nochmal gucken, wie lange. Also ich fahre hier die Kamera nochmal zurück. Ich stelle den ISO-Wert nochmal ein bisschen runter, sonst wird es zu hell. Zugeklappt. Ich gucke mal gerade, ich höre ihn nämlich nicht. Noch ist er an, jetzt ist er aus. Jetzt klappe ich ihn wieder auf. Und schon ist er da wieder. Das ist super schnell. Ich muss dazu gestehen, da ist eine Intel-SSD jetzt drin. Eine 40 GB-SSD. Die normale habe ich ausgebaut, die normale Festplatte. Um, ich sag mal, zum Probieren, weil ich wollte mir nicht das Originalbetriebssystem erstmal versauen, wenn man so sagen will. Weil ich weiß noch nicht, wie sich das jetzt bei mir hier rausstellen wird. Genau. Herausstellen. Tastatur kennt jeder, Touchpad kennt man jetzt auch. Ich gehe nochmal. Ach ne, Tastatur kennt nicht jeder. Wichtiges Thema. Tastatur, ich denke mal, das wird fast alle interessieren. Drückt das Teil ein. Jetzt fahre ich ihn, glaube ich, mal runter. Was ist hier? Jetzt fährt er runter. Jetzt ist er unten. Was viele interessiert ist, drückt das Teil ein. Ja, es drückt ein. Ich denke mal, ich werde die Kamera gerade abnehmen, weil da sieht man schon nicht so. Oh, die Kamera sagt kein Fokus. Falscher Fokus. Ja, sie drückt ein. Minimal, meiner Meinung nach. Minimal, also. Was ist viel? Das ist ein. Ich drücke drauf, aber so stark drücke ich normalerweise nicht auf Tasten, wenn ich tippe. Wenn ich tippe, tippe ich so. Also ich tippe ja immer nur an. Und da. Ist meiner Meinung nach. Also es hat mich nicht gestört. Ich habe es auch gelesen und ich wurde auch von Leuten darauf angesprochen. Kollege, stört dich das hier eigentlich, wenn er so eindrückt? Nein, stört mich nicht. Ich habe auch schon ein bisschen darauf programmiert. Noch nicht viel, weil ich habe ja immer noch einen anderen Rechner, auf dem eigentlich das meiste ist.
Nein, hat mich jetzt so nicht gestört. Ich finde die eigentlich sogar ganz angenehm. Ich muss dazu aber ehrlicherweise sagen, nicht so gut wie das 220er, also vom ThinkPad X220 die Tastatur, aber besser als die vom X40, aber nicht viel schlechter als die vom X220. Das kann jetzt aber damit zusammenhängen, ja, dass ich das eben vom 220er gewöhnt bin. Also ich kenne ja die Tastatur vom 220er. Die ist jetzt Chiclet-Tastatur, fühlt sich ein bisschen anders an. Also man, ich sag mal, man gleitet nicht einfach rüber. Ich bin sowieso nicht so ein 10-Fingerschreiber, sondern 2, 3, 4, 5-Fingerschreiber eher so. Und man gleitet da nicht rüber, kennt die Tastatur nicht ganz so auswendig. Was mich ein bisschen gestört hat, sind eher die Pfeiltasten, dass sie so klein sind. Also das hat mich dann doch gestört. Beziehungsweise daran muss ich mich echt gewöhnen. Was nicht gemacht wurde, ist, dass diese Shift-Taste da größer, kleiner gemacht wurde, was bei meinem HP-Arbeitsnotebook ist. Also das ist nur so groß wie eine Pfeiltaste und ich komme ständig drauf. Das regt mich auf. Immer noch, nach 3 Jahren. Ja, dann hat. Ich zoome mal hier ran, weil da sieht man es. Kein Fokus. Super. Immer noch kein Fokus. Ich mache es manuell. So, diese hochziehen. Da sieht man das mit dem Gummi. Ich habe nichts daran gemacht. Das Gummi ist so, als ich es ausgepackt habe. Diese kleinen Fehler, sage ich jetzt mal, dass das Gummi nicht ganz drauf sitzt. Bin ich, Fokus. Ziehen sich durch. Das sieht man da auch an der Ecke. Komisch, finde ich. Tut jetzt natürlich nichts an der Funktion. Also stört die Funktion nicht. Ich glaube, da oben sieht man das auch ein bisschen. Oder habe ich den Fokus zu viel genommen? Aber sieht merkwürdig aus. Passt irgendwie nicht rein, finde ich. Also solche lustigen Fehler. Diese Punkte hier. Von ungezeigt rausgezoomt. Die sind aufgemalt. Es ist nichts. Also es ist weder Lüfter noch irgendwas. Es ist keine Bohrung. Das sind nur mal. Also sind aufgemalt. Dann hat man. Ich werde den ISO jetzt ein bisschen runterziehen. Und versuchen zu fokussieren. Von der Festplattenleuchtdiode sieht man das ja. Also das Symbol für die Festplatte. Und da leuchtet die Leuchtdiode runterher. Ich mache das mal an. Vielleicht sieht man es dann. Genau. Finde ich super, man fühlt es noch nicht mal. Also man fühlt weder die Markierung dieser Festplatte, also das Piktogramm der Festplatte, noch diese paar Löcher. Übrigens ist schon hochgefahren. Okay, haben wir hier den Fokus wieder auf Auto. Irgendwie die Kiste ein bisschen raus. Jetzt wird das irgendwie auch draußen ein bisschen warm sonniger. Finde ich super, muss ich echt sagen. Das ist echt eine gute Qualität hier. Also da merkt man irgendwie, da haben die sich echt was bei gedacht und auch Mühe reingesteckt. Ja, da ist meine Kamera zu heiß geworden. Hoch auf die Technik, ne? Ja, scheiße. Naja, okay, aber ich denke mal, das waren jetzt so vielleicht 3-4 Sekunden, die weggefallen sind bei mir. Bevor ich es gemerkt habe. Ich denke mal, ich gehe jetzt mal hier aufs Touchpad ein. Das für die Leute interessieren, bevor ich hier, beziehungsweise das interessiert bestimmt mehr, als wenn ich jetzt. So. Genau, Touchpad. Touchpad ist, soweit ich weiß, schlagen, wenn es falsch ist, aus Glas. Fühlt sich extrem gut an. Ist meiner Meinung nach ganz schön laut beim Klicken. Ungewohnt laut. Ist gesamtklickbar.
Aber hier hinten zum Beispiel, also irgendwann fängt er an zu klicken. Die hinteren Bereiche natürlich nicht. Also das ist sozusagen so klickbar. Die linke Maustaste wird in einem Bereich, so ungefähr die ich jetzt mit meinem Finger abstreiche, erkannt. Die rechte Maustaste ist der restliche Bereich. Ja, das Touchpad ist Multitouch. Wie viele Finger gleichzeitig erkannt werden, kann ich nicht sagen. Was geht ist. Oh, da muss ich rauszoomen. Natürlich mitdenken. Also, wenn ich jetzt. Das ist jetzt ein aktueller irgendwie Beta-Treiber und ich glaube noch nicht mal für Windows 8, sondern irgendein Treiber auf jeden Fall. Da soll es wohl noch bessere Treiber geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel rüberstreiche mit dem Finger, kommt so eine Geste dann. Das kennt man normalerweise von den Tablets her. Also Microsoft zeigt nicht, ich glaube, das mit dem Licht. Ja. Zeigt das ja immer mit den Tablets. Wenn man von der Seite reinwischt, dann kommt das. Wenn man von oben reinwischt, schließt man die Anwendung. Und wenn man hier, dann kommt irgendwie diese, pff, keine Ahnung, hier, das ist ja die Schamsbar, nennt sich das ja. So. Wenn ich jetzt Metro habe, kommt das auch. Jetzt mache ich mal irgendeine ein Wettergerät hier mal gerade auf. Ja, aber. Also ich habe mir sogar abgewöhnt zu klicken, sondern ich tippe eigentlich nur, weil mir das Klicken zu laut ist. Wie auch immer. Achso. Also das, was man normalerweise mit den Touch-Gesten, sag ich mal, auf einem Touchscreen bei einem Tablet macht, kann man jetzt mit dem Touchpad, also dieses schnelle Durchwechseln der Anwendungen. Natürlich sonst noch, also ich will jetzt hier kein Windows 8 erklären. Oh. Also der Quatsch, sag ich mal, es geht. Wie war das hier nochmal, dass man den Kollegen hier rankriegt? Achso, das will er gar nicht. Naja, was von oben ist, irgendwie das. Man hat hier auch Multitouch. Also, dass man es größer und kleiner macht. Wie gesagt, ist ein aktueller Touchpad-Beta-Treiber wohl. Und ich bin dann sehr zuversichtlich, dass da noch eine Menge passieren wird. Dann wäre Windows 8, denke ich mal, mit so einem Touchpad richtig gut zu bedienen. Also, dass man da nicht hin und her scrollen muss und was weiß ich nicht, allem von Unfug. Man muss ja sagen, also drücken wir es politisch korrekt aus, die Metro-Oberfläche ist stark umstritten. Der Internet Explorer will. Doch, macht es doch, nur wenn man da drauf ist. Ich glaube, den ziehe ich immer ein bisschen zurück, mache den wieder auf Fullscreen. Das ist jetzt zwar der Metro Internet Explorer, funktioniert aber unter allen Browsern. Diese Geste, also zwei Finger setzen. Ich hoffe mal, das sieht man jetzt. Also jetzt ein bisschen deutlicher. Zwei Finger, scrollt hoch oder runter. Drei Finger. Will der Internet Explorer das nicht? Macht nur das der Desktop? Tatsächlich will er nicht. Also in der Desktop-Version klappt es auf jeden Fall. Muss ich irgendwo jetzt draufklicken? Also aus der Google-Suche raus. Wovon war ich da beim Bing? Merkwürdig. Also normalerweise ist es so, drei Finger. Achso. Ja, jetzt geht's. Merkwürdig. Habe ich wahrscheinlich verkehrt gemacht. Ja doch, ich habe es verkehrt gemacht. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ist vor und zurück. Funktioniert sehr gut, finde ich. Unter Windows 7 gibt es dann noch ein paar mehr Gesten, dass man irgendwie hier den. Wie heißt der? Achso, hier gibt es ihn nicht mehr. Aero Flow. Ihr kennt das mit den dreidimensionalen Fenstern, die durch die Gegend schweben. Finde ich nicht besonders sinnig, muss ich sagen. Aber okay. Ja.
Also zur technischen, viel technischeren Innereien, denke ich mal, werde ich irgendwas getrennt machen. Was ich jetzt erzählen wollte, ich mache den Kollegen hier mal wieder zu, ich nehme die Kamera nicht ab, denke ich. Ich stelle mal wieder so hin. Ich hoffe, das Auto fokussiert und das sieht gut aus. Entschuldigung. Das ist ja ein HDMI-Port, HDMI-Audio-Ausgang auch mit. Sehr gut. Weitermachen. Mini-VGA. So, ich sagte vorhin schon, das ist die größte Sünde an diesem Notebook. Warum? Das ist kein Mini-DisplayPort. Als allererstes ist es ein proprietärer Mini-VGA. Apple hatte vor einigen Jahren in seinen MacBooks, das waren glaube ich sogar noch die mit den Power-PC-Prozessoren, Mini-VGA drin. Warum? Die sahen komplett anders aus zu Mini-DisplayPort. Ich weiß nicht, was man hier geplant hat. Entweder eine Ähnlichkeit zu Mini-DisplayPort, ob der Anschluss besser ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte man Apples Anschluss genommen, dann hätte man auch den gesamten Adaptermarkt von Apple haben können. Also da gibt es ja reichlich Adapter und Geräte, bestimmt schon von früher eben. Ne? Heute braucht man sie nicht mehr, aber man hätte sie nutzen können, wenn man schon einen Mini-VGA einbaut. So, nein, das hier ist jetzt ein Mini-VGA, der aussieht wie ein Mini-DisplayPort, aber keiner ist. Der Mini-DisplayPort ist etwas größer. In der Breite. Beziehungsweise in der Länge. Wie man, also, er ist nach unten ein bisschen breiter. Länger. Und also man kriegt kein Mini-DisplayPort-Kabel rein. Ich habe auch die Kontakte nachgezählt. Ich habe ein Foto gemacht und nachgezählt. Tatsächlich, es sind 12 Kontakte, Mini-DisplayPort braucht 20. HDMI braucht 19 oder waren es 17? Ich meine, es waren 19. Die sind, glaube ich, alle vorhanden. So. Warum macht man hier einen Mini-VGA? Das verstehe ich nicht. Also jetzt unabhängig, ob der proprietär ist, also Asus eigen, wie auch immer. Ich glaube, ich fange jetzt mal an zu philosophieren. Also der Mini-DisplayPort, also DisplayPort als solches ist frei. Man bezahlt das Material des Steckers sozusagen. Also wenn der Stecker 1,30 € kostet, was wahrscheinlich niemals der Fall sein wird, sondern viel weniger, dann bezahlt Asus diesen Stecker. Alles andere ist frei. Das wurde frei entwickelt. Jeder kann es einsetzen. Mini-DisplayPort, von Apple eingeführt. Ich weiß nicht, ob Apple es entwickelt hat. Aber ist auch egal. Sie haben es frei rausgegeben. Mini-DisplayPort ist auch frei. Also die verlangen darauf keine Lizenzgebühren, gar nichts. Jeder kann ihn verbauen, solange er lustig ist und so oft er lustig ist. Genau. Man kann von Mini-DisplayPort, beziehungsweise von DisplayPort auf HDMI, DVI und VGA adaptieren. Mit passiven Adaptern. Das merkt die Grafikkarte, erkennt das. Halt, hier kommt jetzt ein HDMI-Signal, wird angefordert. Halt, hier wird jetzt ein DVI. Halt, hier wird VGA angefordert. Und dann schickt die Grafikkarte eben entsprechende Signale los. Mit passiven Adaptern. Passiv bedeutet Auflösung von 1920 mal 1200. Also etwas über. Kamera, Fokus. Etwas. Quatsch hier. Etwas über Full HD. Und mit aktiven Adaptern, mit aktiv meint man ein USB-Strom, ein USB-2-Strom. Also 0,5, Quatsch, 5 Volt, so, 5 Volt. Werden benötigt, um Dual-Link, DVI bzw. HDMI zu unterstützen. Das liegt daran, dass HDMI bzw. DVI höhere Ausgangspegel haben. Die werden dann eben durch diesen Strom realisiert. Da wird nichts rumgerechnet, gar nichts, sondern es wird einfach nur ein bisschen mit Energie versorgt. So, bei VGA ist immer ein passiver Adapter möglich. Jetzt ist das Problem. Irgendwie scheint es schon fast magisch zu sein, was an einem HDMI-Port rauszukommen vermag. Also das Lustige, ich will ja keinen angreifen, ich verstehe das auch voll und ganz. Ich habe im Computerbase-Forum nachgefragt, bevor ich das Gerät gekauft habe, welche Kabel benötige ich, um meinen 30-Zoll-Monitor im Hintergrund 2560x1600 HDMI anzusteuern. Da kamen die dubiosesten Meinungen. Keiner wusste es richtig.
Die einen sagten, nimm HDMI 1.4, nimm dein Monitor hat kein 1.4, Dual-Link geht nicht, ein 1.3-Kabel reicht und so weiter. Jetzt hatte ich irgendwie ein bisschen Glück, dass ich mich damit relativ ja, häufig befasse, muss ich sagen. Beziehungsweise schon davor befasst habe. Ich hatte meinen Monitor damals mit mittels Dual-Link DVI. Da war DisplayPort noch gar nicht verbreitet. Das war eine totale exotische Geschichte. Einmal in einer GeForce 8800 GTS. Anno 2006. Ende 2006 angeschlossen, volle Auflösung, spielte, war super. Später hatte ich mir dann immer nur Computer mit DisplayPort gekauft. War dann irgendein. Auch ein Asus Mainboard mit einer Onboard Nvidia GPU hat vollkommen gereicht, konnte DisplayPort, war ich zufrieden, weil mein Monitor kann nur über DisplayPort HDCP. Jetzt war eigentlich mein Problem, ja okay, dann werde ich HDCP aufgeben müssen. So häufig gucke ich kein Blu-ray mehr, habe ich gedacht, ist okay. Jetzt ist es so, ich kriege diesen Monitor überhaupt nicht angesteuert mit der vollen Auflösung. Ich habe ein Kabel gekauft, ein HDMI-Kabel, welches HDMI 1.4 Highspeed with Ethernet sich schimpft. So werden die neuerdings gelabelt und das kann von HDMI zu HDMI 4096x2160 Pixel bei 60 Hz. Okay, meine liegt ja nun darunter, also habe ich mir zusätzlich auch ein HDMI auf Dual-Link DVI gekauft mit einer angegebenen Auflösung aber von 1920x1080. Das kann ja nicht stimmen, weil 1200 geht immer und deswegen denke ich einfach, die Leute, die das auszeichnen, wissen selber gar nicht, was das Kabel eigentlich kann. So, ich komme aber überhaupt nicht auf meine eigentliche Auflösung. Und jetzt ist es eigentlich, woran liegt's? Liegt es am Monitortreiber? Also im Monitortreiber, ich habe schon versucht, einen umzuschreiben, aber das gelang mir jetzt nicht so ganz. Genau, im Monitortreiber steht, was der Monitor kann, wenn er sich als gewisser Monitor auszeichnet. Ja. funktioniert irgendwie nicht. Der Grafiktreiber von Intel, wenn ich versuche, diese Auflösung zu erzwingen, nicht genügend Bandbreite steht zur Verfügung. Ich vermute also, es ist immer nur Single Link. Mein Monitor kann über HDMI auch nur Single Link. Ich glaube, ich muss mal dort Pause machen. Ja, sorry. Naja, auf jeden Fall kann über HDMI nur Single Link und aber hat zwei Dual Link DVI-Eingänge und einen DisplayPort. Also sollte es eigentlich spielen, dachte ich. Funktioniert nicht. Ich hoffe und vermute, es liegt am Kabel. Genau. Und hier einfach einen Mini-DisplayPort rein. Asus, was soll das? Ihr könnt ja in dieses Notebook keinen Mini-DisplayPort, sondern einen Mini-VGA einbauen. Ihr würdet ein Sternchen kriegen, hättet ihr hier noch einen Mini-DisplayPort eingebaut. Das hindert mich fast, dieses Notebook sinnvoll einzusetzen. Ihr kriegt ein doppeltes Sternchen, wenn ihr zwei Mini-DisplayPorts sogar nehmt und den HDMI rausnimmt, weil dann hat man alle Möglichkeiten dieser Welt fast. Dann hättet ihr, meine Güte, dann klopfe ich euch auf die Schulter, weil dann habt ihr das perfekte Notebook gebaut. Ich bin echt zufrieden mit dem Gerät. Ich mach's mal, glaube ich, auch wieder auf und zeige es mal in der Gänze. Kühlung. Richtig gut. Also ich habe die GPU, also die Nvidia GPU, den Prozessor und ja, genau, beide, also den Prozessor mit Prime und die GPU mit Fuhrmark ausgelassen. Ja, okay, ich weiß, Fuhrmark hier nicht mehr richtig zur Auslassung, aber ich denke mal, bei Desktop-Prozessoren kann man das sagen. Lasse ich 1818, Leute. Lasse ich nur die GPU aus, steigt sie bis auf 79 Grad, stabilisiert sich da irgendwo. Lüfter dreht mit 4500 Umdrehungen ungefähr. Lasse ich nur die CPU aus, stabilisiert die sich auch so auf 64 Grad. Geht, meiner Meinung nach. Lasse ich beide aus, geht es auf bis über 80 Grad, ich glaube sogar fast an die 90 Grad hoch. Der Lüfter geht dann los mit 5600 Umdrehungen. Aber was okay ist, ich meine, solch eine Geschichte, solch eine Auslastung, CPU 100%, GPU 100% habe ich entweder beim Videorendern. Habe ich entweder nur beim Videorendern.
Achso. ja, beim Videorennen, da stelle ich mich ja drauf ein, jetzt wird's laut. Oder beim Spielen, da stört's mich nicht. Jetzt sag mal Kamera wieder, ich werde warm. Okay, da stört's mich nicht. Sag ich mal, da habe ich Sound an, da stört's mich nicht. Wo ich mich immer gestört habe, bei meinem ThinkPad, weil das rührt wegen jedem Krempel los, muss man echt sagen. Wenn man auf 9GAG surft und scrollt die Bilder durch, dann dreht die GPU hoch, beziehungsweise der Lüfter hoch, weil die GPU irgendwie ein bisschen was machen muss. Riecht mich auf. Es ist aber auch bei Filme. So, bei der Lüfter des X120 dreht hoch, wenn du Filme guckst. Boah, und das stört. Das stört. Nein. Also, das ist das Schlimmste, was man fast machen kann. Und wenn ich dann per TP-Fan-Control, also ich lasse schon per TP-Fan-Control regeln, per TP-Fan-Control den Lüfter ausschalte, also erzwinge, dann kommt irgendwann die Sicherheitsfunktion des Ballers dran und sagt, nee, Kollege, jetzt muss an, sonst gehe ich kaputt. Also es ist unglaublich, wie unterdimensioniert die Kühlung beim X220 ist. Und das schon seit Jahren. Bei meinem X61, das ich damals auch hatte, war es genauso. Beim X40 ist es auch so. Und ich denke nicht, dass beim 230er besser ist. Aber dazu jetzt egal hier. Also Lenovo hat keinen Blumentopf damit gewonnen. Damit haben sie bei mir erstmal einen Zettel bekommen. Sag ich mal, also einen Zettel auf die Stirn gekriegt. Hier bin ich echt überrascht. Selbst wenn der Lüfter, also beide Lüfter auf 5500 hochdrehen, ist das kein hochfrequentes Fiepen oder Tröten, sage ich jetzt mal. Es ist ein relativ tiefer Ton und damit angenehmer. Man hört ihn klar, man kommt in den Raum rein und man hört das Notebook. So laut ist es schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man, oh nee, komm, das erschüttert mich jetzt im Mark. Dann gar nicht. Es geht. Es ist nicht angenehm, aber es ist passabel, muss ich sagen. Also es ist akzeptabel, wenn man spielt, sag ich mal. Bei meinem 220er, wenn ich da mein Spiel starte, ja, das geht mit einer HD 3000. ja, dann stört es auch nicht im Spiel, aber man hört schon aus dem Spiel raus fast. Genau. Hier ist eine HD 4000 drin und eben die GT 620M. Finde ich ganz okay. Ich konnte es nie provozieren bis jetzt. Also ich habe sie jetzt nicht ausgeschaltet, nur die HD 4000 einzuschalten. Ich bin auch ganz froh, muss ich sagen, dass eine Nvidia GPU drin ist. Ich habe jetzt ein Jahr lang, Mai 2011, eine HD 3000, also seit Mai 2011 mit einer HD 3000 rumgekrebst, wenn man jetzt die Leistung vielleicht ansieht. Die Leistung ist genug der Grafikkarte bzw. der GPU oder des GPU-Teils im Prozessor. Was Intel jedoch immer ein bisschen vermurkst, ist der Treiber. Der hat sich stark gebessert. Innerhalb eines Jahres haben sich so viele Besserungen gegeben. Es ist unglaublich, aber es ist immer noch nicht auf dem Niveau, was Nvidia und AMD dort bauen an Treibern. Von daher bin ich froh, dass eine Nvidia GPU drin ist. Damit meine ich nicht Spielekompatibilität, sondern auch zum Beispiel Encoding-Unterstützung beim Video und so weiter. Das ist einfach praktisch. Ja, mir ist gerade noch was eingefallen, das habe ich jetzt wieder vergessen, das ist blöd. Mist. Ja, also wie gesagt, also ich werde hier nicht zeigen, was man alles Schönes, was es alles an Software da drauf gibt, da gibt es eine Menge, muss ich sagen. Sondern es geht eigentlich darum, dass die Leute technisch, ich mache das jetzt sozusagen für technisch interessiert und auch technisch versierte Leute von mir aus auch, die wissen ja, okay, ich installiere meine Kiste sowieso neu auf, damit es ordentlich ist. Ach ja, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Was Asus ein bisschen vercheckt hat bis jetzt, ist noch die Treiberunterstützung. Die ist gut. Wenn man die Treiber von Haus auf drauf belässt, sag ich mal. Also man kann dort schon neue Treiber installieren. Ich glaube, die HD 4000 hat neue Treiber, Mainboard hat neue Treiber, WLAN hat neue Treiber. Die Nvidia-Karte hat noch überhaupt keine neuen Treiber. Selbst von Nvidia gibt es noch keine Treiber davon. Selbst die Beta-Treiber haben noch keine Unterstützung. Finde ich äußerst merkwürdig. Genau, und es ist ein BIOS rausgekommen. Quatsch, ich war mit der Treiberunterstützung noch gar nicht fertig. Also das mit der Treiberunterstützung ist so, dass ich auf der Asus Homepage nicht alle Treiber runterladen kann, die dieses Notebook benötigt, beziehungsweise an Software runterladen kann. Nee, also weiß ich nicht, es scheint wohl noch so, als würden sie da noch hochladen. Das hat man jetzt gemerkt, ich habe mal den Auto-Updater dort runtergeladen, der sucht ein bisschen Software raus, was man so gebrauchen könnte, und der sucht eigentlich auch das BIOS raus, beziehungsweise UEFI.
Und er hat ein neues Basis rausgesucht. Und auf der Seite war Version 0203, glaube ich, ist sie. Auf dem Notebook vorinstalliert ist 0203. Und dann lasse ich diesen Auto-Updater loslaufen. Eigentlich wollte ich damit was ganz anderes suchen. Und was finde ich? 0206. Das war interessant, weil auf einmal gibt es... Ja, er hat dann geupdatet. Das dauert, ich glaube, so 2 Minuten. Geht relativ schmerzlos. Er hat die Startgeschwindigkeit unter Windows 8 erheblich verbessert. Und es gibt eine Option nicht mehr im BIOS, dass man die maximale Speichergröße der zugeordneten GPU zuordnen kann. Also ich kann jetzt, normalerweise konnte man einstellen, ja, minimale Speichergröße der HD 4000 und maximale Speichergröße der HD 4000. Die maximale Speichergröße fehlt jetzt. Ja. Weiß nicht, irgendwie, mich hat es gewundert, dass ich da zwei Größen festlegen kann. Ich glaube, eine reicht. Naja. Ja, genau. So, ich werde jetzt meine Kamera hier erstmal ein bisschen abkühlen lassen. Und ich denke, dass ich gleich, ja, das Video werde ich jetzt hochladen und ich werde mir überlegen, was ich jetzt noch filme. Mir fallen auf jeden Fall noch Sachen ein. Das ist das BIOS. Und dann werde ich mal ein paar Kleinigkeiten. Also das mit dem Displayport habe ich ja schon erwähnt. Und ich könnte glaube ich noch eine halbe Stunde drüber erzählen. Aber ich halte mich zurück. Und dann aber auf jeden Fall Kleinigkeiten, die mich stören. Beziehungsweise nicht richtig stören, aber so Sachen, wo man denkt, also, was hättest du das gemacht, wäre es mal ein Stück cooler gewesen. Oder hochgestochen gesagt, noch näher an der Perfektion. Sei es drum. Ich mache jetzt hier aus. Schneide das Video zusammen. Ich glaube, das sind mittlerweile fast 25 Minuten und ich bin bei weitem noch nicht fertig. BIOS 2 werde ich noch machen. Auf jeden Fall noch machen. Ein paar Sachen erklären da drin noch. Dann werde ich noch ein paar Sachen anmerken, die mich stören. Und dann werde ich noch ein bisschen technischer darauf eingehen, alles. USB-Adapter, PXE-fähig hin und her, alles, ne? Okay.